Es ist Frühling. Endlich kommt wieder Farbe in die Natur. Neben Buschwindröschen und Immergrün fangen auch die Leberblümchen an zu blühen. Sie bieten zwar keinen Nektar an, sind aber ein wichtiger Pollenlieferant für Bienen, Käfer und Schwebefliegen. Besonders spannend, einzelne Exemplare können Jahrzehnte ohne Blüte überdauern und über 350 Jahre alt werden. In manchen Waldgebieten kommt es in den ersten Frühlingstagen zu einem regelrechten Massenvorkommen von Märzenbechern. Tausende dieser Frühblüher bedecken hier den Boden. Und das bin ich, David. Ich bin Ökologe und Filmemacher. Heute geht es mir um die Frage, warum manche Pflanzen nur im Frühjahr blühen. Frühblüher sind an die Periodik der sommergrünen Wälder perfekt angepasst. Zum Austreiben nutzen sie die Zeit im Frühjahr, wenn die Bäume noch keine Blätter gebildet haben und so die Lichteinstrahlung und Wärme am Boden noch hoch ist. Auch bekommen sie in dieser Jahreszeit die beste Wasserversorgung. Kommt es später zum Blattaustrieb der Bäume, wenn der Waldboden schattiger wird, ziehen die Frühblüher ihre Energie aus ihren Speicherorganen wie Zwiebeln, Knollen und Rhizomen im Boden. Mit einer besonderen Kombination verschiedener ökologischer Faktoren besetzt jede Art eine eigene ökologische Nische. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video wieder Lust auf Natur gemacht. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was es bei euch für Blütenwunder gibt. Bis zum nächsten Mal.